Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Q&A, Question and Answer, im Bröhrn-Museum anlässlich unserer Ausstellung PGH Glühende Zukunft. PGH Glühende Zukunft, das sind Anke Feuchtenberger, Beck, Holger Fickelscherer und Henning Wagenbrett, den ich hier herzlich begrüßen darf als meinen Gesprächspartner. Guten Tag. Henning, wir sitzen hier in der wunderbaren PGH-Ausstellung. Lass uns das Thema von Anfang an angehen. Wie bist du überhaupt zum Gestalten von Plakaten, zum Illustrieren von Büchern, Flyern etc. gekommen? Mich hat das Zeichnen damals schon immer sehr interessiert. Mir war das gar nicht so klar. Es haben mir Freunde, die Eltern von Freunden später erzählt, dass ich angeblich immer mein Skizzenbuch dabei hatte. Aber ich selber kam aus einer Naturwissenschaftlerfamilie und hatte eigentlich jetzt nicht den Hintergrund so von Gestaltern oder Künstlern in der Familie. Aber so Biologie hatte damals auch viel damit zu tun, dass ich also auch viel Bilder gesehen habe und mir angeschaut habe. Und meinen zweiten Berufswunsch eigentlich auch so vorbereitet hatte, dass ich diverse Vögel mir eingeprägt habe, wie die aussahen und auch in der Natur gesucht habe. Mein Vater hat mir das gezeigt, aber dann gibt es eben auch so die bildliche Seite hat dann immer mehr Wichtigkeit bekommen. Und trotzdem war es ja nicht automatisch so, dass wenn man das studieren wollte, das auch studieren konnte, weil die Eignungsprüfungen waren sehr streng. Also da gab es an der Kunsthochschule Weißensee später 5 oder 6 Studienplätze bei 300 Bewerbern. Und eines Tages habe ich dann doch die Eignungsprüfung bestanden, nachdem ich die 2-mal nicht bestanden und durfte das dann studieren und war eigentlich auch mit der Berufswahl dann eigentlich ganz froh. Und wie bist du dann oder wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, PGH Glühende Zukunft zu gründen? Na, wir reden jetzt so von Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts und von Ost-Berlin. Und Anke Feuchtenberger hat mit mir zusammen Weißensee studiert. Und die anderen beiden, Beck und Fickelscherer, die, wie das damals so war, man hatte Freunde von Freunden und von Freunden. Und dann hieß es eben, kennst du den oder kennst du den? Und er zeichnet auch, musst du dir mal angucken. Und dann haben wir uns füreinander interessiert und dann eben, wie man so sagt, kommst du auf eine Fahrradtour mit mir, haben wir eben gesagt, wollen wir nicht mal was zusammen auch gestalten oder eine kleine Ausstellung machen oder eben gemeinsam Postkarten drucken. Und so entstand dann so ein Wunsch, wahrscheinlich so nach Freundschaft, Nähe, Gruppe, dass man nicht so alleine ist vielleicht mit dem, was man macht, auch nach Austausch und Diskussion. So ist dann die Gruppe entstanden. Erstmal so sozial gesehen, aber wichtig war natürlich auch der politische Moment, also der aus zu Ende gehende DDR, was wir damals ja noch nicht wussten, dass die auch zu Ende geht, Mitte der 80er Jahre. Und dann wollten wir eben auch gerne Sachen machen, die nicht angepasst waren oder die ein bisschen stören oder wo man eben nicht irgendwie eine Druckgenehmigung sich holen musste, sollte oder nicht wollte, sondern das einfach auf eigene Faust Bilder zu entwerfen. Und das war so eine Art Eigenwirksamkeitserfahrung, glaube ich. Wart ihr schon fertig im Studium, als ihr die Gruppe gegründet habt? Ja, also du sagst Mitte der 80er Jahre. 87 also das war so ein Gedanke, der so langsam gereift ist dann wahrscheinlich, diese Gruppe zu gründen, oder? Ja, das ist nicht so strategisch geplant worden. 87 war ich mit dem Studium fertig, Anke 88. Und die Zeit war ja schon so, dass sich immer weniger Leute auch was gefallen lassen wollten. Mhm. Oder man kann auch andersrum sagen, die politische Repression, die war einfach nicht mehr so stark, dass man das dann auch machen konnte. Mhm. Also, das war jetzt keine Mutprobe in dem Sinn, sondern der Wunsch, einfach mehr sich zu äußern und teilzunehmen. Und gab so viele sogenannte Samizdat, Veröffentlichungen, Magazine, schlecht gedruckt, aber mit einem anderen Inhalt.
Und wir waren auch oft in Polen, die ja da auch was Kunst anging und Musik, da wesentlich offener waren als DDR-Politik zum Beispiel. Schablonengraffiti, wenn wir hier einige sehen, habe ich das erste Mal in Polen gesehen. Und insofern, ja, worauf wollte ich hinaus, hatte das natürlich auch eine politische Komponente, dass wir uns da getroffen haben. Jetzt sind ja, glaube ich, also zumindest meines Wissens, im Bereich Illustration und auch Grafikdesign Gruppen eigentlich gar nicht so üblich. Also wir hatten hier schon mal die französische Gruppe Crapus, auch ein wichtiges und auch politische Gruppe. Kommt das eher so aus der Musik, so wie man eine Band gründet, so gründet man dann auch eine Gruppe, oder hattet ihr irgendein bestimmtes Vorbild für die Idee, eine Grafiker- oder Künstlergruppe zu gründen? Ja, der Vergleich mit der Band ist ganz gut, mit allen schönen Seiten und schwierigen Seiten. kennt man ja von Bands. Das ist halt auch, glaube ich, ein sehr einsamer Beruf, wenn du jetzt Maler bist oder Illustrator. Du sitzt halt in deinem Studio und machst deine Arbeiten, und wenn du dann nicht mehr eine Künstlerkneipe um die Ecke hast, wo du dann abends weißt, mit wem du deine Kartoffelsuppe da isst oder so, dann kann das auch sehr einsam sein. Insofern, glaube ich, war es auch einfach der Wunsch, sich gegenseitig anzuregen, zu versichern, sich Sachen zu zeigen. Und da ist schon so, es hat schon so einen Bandcharakter. Und das sieht man in der Ausstellung auch ganz schön. Also jeder spielt ja sein Instrument hier auch anders, mit anderen Themen, anderen Interpretationen, anderen Techniken. Und das hat sich dann wahrscheinlich auch so ergeben, dass wir dadurch auch mehr wahrgenommen wurden, weil man vermutet, vielleicht sogar du bei der Kuratierung dieser Ausstellung, da eine höhere Idee, ein höheres Konzept, aber das war so, glaube ich, haben wir das nicht gedacht, sondern wir wollten einfach gemeinsam Dinge machen und wurden dadurch auch mehr wahrgenommen, glaube ich. Jetzt muss man natürlich für alle ehemaligen Wessis und vor allem auch für die Nachgeborenen den Namen PGH Glühende Zukunft nochmal erklären. Wie seid ihr auf diesen aus meinen von Bayern geprägten Ohren sehr ungewöhnlichen Titel gekommen? Ja, wir waren damals umgeben von PGHs und LPGs und GPGs. Das waren so diverse Formen des genossenschaftlichen Eigentums an Produktionsmitteln, so hieß das damals. Wir waren ja sehr marxistisch, hat man versucht, uns zu prägen, also mit politischer Ökonomie von Karl Marx. Und da gab es eben im Sozialismus eben das Privateigentum. Da wollte man natürlich einen Riegel vorschieben vor zu großem Privateigentum. Dann gab es das genossenschaftliche Eigentum und das Volkseigentum. Volkseigentum waren die sogenannten staatlichen Betriebe. Und Genossenschaften waren eben, ist ja, wir sind Genossenschaften als ökonomische Idee, Modell, sind ja viel älter, ne? Dass sich also Leute einfach zusammenschließen und sich gemeinsam den Traktor kaufen, um den besser auszunutzen. Und da gab es eben die LPGs eben in der Landwirtschaft, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Und die PGHs waren die Produktionsgenossenschaften des Handwerks, also Schuster, Maler, Tischler. Und das fanden wir, das war so ein gängiger Begriff, und man wusste immer, was gemeint war. Und dass wir uns dann Glühende Zukunft genannt hatten, war dann ein so gewisses störendes Element da drin, weil die normalen PGHs und LPGs hatten ja immer so von sozialistischer Ikonografie geprägte positive, rosige Namen wie Blühende Zukunft oder der leuchtende Stern oder also auch sehr, sehr christliche Begriffe eigentlich rückblickend. Da hatten wir also so ein gewisses Störelement da eingebaut, dass die Zukunft eben nicht, leider nicht immer bloß blüht, sondern auch mal glüht. Jetzt hast du schon vorher erwähnt, dass es natürlich die Gründung der PGH Glühende Zukunft auch in eine hochpolitische Phase gefallen ist. Welche Rolle spielt dieser politische Umbruch? Wahrscheinlich eher Perestroika zunächst, eben das, was aus der Sowjetunion kam, für die Möglichkeiten überhaupt, so ein Projekt wie
PGH Glühende Zukunft zu gründen. Wäre das in den späten 70ern oder frühen 80ern auch schon möglich gewesen, politisch sowas unproblematisch zu gründen? Das war eigentlich eher möglich in den 80er Jahren. In 70er Jahren gab es ja auch viele Leute, die so gearbeitet haben. Also jetzt nicht genau wie wir natürlich, aber auch zusammen Ausstellungen gemacht haben. Und da wurde das natürlich politisch und sicherheitspolitisch jetzt aus DDR-Sicht viel strenger beobachtet, was ja dann meistens damit endete, dass die Leute dann aus dem Verband Bildender Künstler ausgeschlossen wurden, was eigentlich ein Berufsverbot bedeutet hat, weil man dann nur freiberuflich arbeiten durfte, wenn man da Mitglied war. Und die meisten sind dann doch frustriert, traurig nach West-Berlin oder Westdeutschland ausgewandert, also haben den Ausreiseantrag gestellt, weil sie dann einfach nicht mehr weiterkamen. Und ich glaube, in unserer Zeit, erstens weiß ich nicht, wir waren, glaube ich, jetzt gar nicht so relevant. Und jetzt in den 80er Jahren, und dann gab es eben, wie gesagt, schon so viele Bewegungen, dass der Sack Flöhe da einfach nicht mehr zu hüten war durch diese sogenannte Sicherheitsorgane. Und insofern wusste man nicht genau, wie auf manche Sachen dann reagiert wird, aber im Prinzip, außer dass das mal hier und da dann später in irgendeiner Akte mal nachzulesen war, hat da keiner mehr eine Strafverfolgung versucht zu starten. Und also die Umbruchphase, also das langsame Nachlassen des Drucks der SED, hat die PGH ermöglicht. Dann kommt die Maueröffnung und dann ein Jahr später die Wiedervereinigung. Hätte es die Wiedervereinigung nicht gegeben, meinst du, die PGH hätte noch ein längeres Leben gehabt? Das ist eine gute Frage. Es gab ja die chinesische Lösung Sommer 89, das Massaker auf dem Tiananmenplatz. Und es schwebte natürlich über allem drüber. Und ich weiß es nicht. Also das war so ein Damoklesschwert, ne, was schon existierte. Und ich weiß nicht, ob die eine oder andere dann nicht auch das Land verlassen hätte, wenn das so weitergegangen wäre. Hypothetische Frage. Wie heißt das so schön? Fiktionale Geschichtsschreibung. Müsste man mal überlegen, wie man, weiß ich nicht. Aber meine Frage ist eher vielleicht auch so, dass natürlich durch diese unglaublichen Veränderungen, die Wiedervereinigung gebracht hat für das Leben in Ost-Berlin und natürlich auch das Leben in der ehemaligen DDR, hat das dazu beigetragen, dass man eben auch so ein Gemeinschaftsprojekt, so ein Kollektivprojekt wie PGH dann auch wieder schneller sein hat lassen? Ich glaube schon, das hat man ja dann gemerkt, auch dass das auch damit zu tun hatte, dass wir alle relativ jung waren und uns so vergewissern wollten und eben auch diese Galerie hatten, den Raum, den wir dann gemeinsam bespielen konnten und das Interesse groß war und auch die Oderberger Straße im Prenzlauer Berg auch eine Straße war, die voller politischer Initiativen war, also nicht nur was Kunst anging, da gab es auch mehrere Galerien, aber auch was Städtebau anging, was Kinderbetreuung anging, was so Begrünung anging. Da gab es einen wunderschönen großen Park, den die Leute sich selbst eigentlich aus dem Trümmerfeld gemacht haben. Man hatte dann schon gemerkt, dass wir ja auch alle in verschiedene Richtungen dann doch auch wieder gegangen sind. Also dass jeder von uns dann doch anders gearbeitet hat, die einen mehr künstlerisch, so auch im Eigenauftrag, andere. Ich vielleicht am Anfang mehr im Grafikdesign auch, dass ich auch für andere gearbeitet habe. Und da driftet sowas wieder auseinander. Also insofern war der Vergleich mit einer Musikband ganz gut. Da ist es ja ähnlich. Ne? Dann geht man da gemeinsam einen Weg und probiert was aus. Und jeder entwickelt sich auch. Und dann entstehen dann auch andere Interessen. Und die sind ja natürlich nicht so fundamental anders. Aber auch in einer Band streitet man sich ja dann um ein paar Töne oder um so Details, ne, die vielleicht von außen gar nicht unbedingt so deutlich wahrnehmbar sind. Aber so ähnlich, glaube ich, war das bei uns dann auch. Lieber Henning, vielen Dank für das schöne Gespräch über
PGH Glühende Zukunft, über die Geschichte, über die Werke, die hier in der Ausstellung zu sehen sind. Eine runde Geschichte. Dankeschön dafür. Ja, danke dir auch. Es hat viel Spaß gemacht, alle diese Arbeiten nochmal zusammenzutragen nach 30 Jahren und auch mit einem Abstand nochmal in dieser Dichte hier in der Blackbox an den Wänden hängen zu sehen. Wir haben das ganze Material auch noch zusammengetragen. Den Katalog durften wir nochmal auf 100 Seiten erweitern und mussten immer noch Sachen weglassen. Und da haben wir jetzt nochmal zusammengetragen, wie und was wir vor 30 Jahren gemacht haben. Und das lässt sich da auch alles nochmal mit Textdokumenten nachlesen. Ja, und alle Zuschauer dieser schönen Serie Q&A lade ich natürlich ausdrücklich ein, ins Böhren-Museum zu kommen, sich die Sachen im Original anzuschauen. Im Original sind sie noch viel schöner als in der digitalen Welt. Dankeschön.